Mein Name ist Luisa Itta und ich habe mit Kalorienzählen 64 Kilo abgenommen. Und heute zeige ich euch, wie man auch kalorienarm ein Grillfest machen kann. Tipp 1. Augen auf bei der Fleischauswahl. Entscheide dich am besten für ein Bulletbrötchen. Das ist nämlich mit rund 100 Kalorien auf 100 Gramm viel kalorienärmer als Schweinig oder Rind. Alternativ gibt es mittlerweile auch einen Haufen Leitprodukte, wie z.B. Servola mit nur noch 116 Kalorien auf 100 Gramm. Wenn der Fleisch nicht so wichtig ist, dann setzt du auf Grillgemüse, das ist sehr kalorienarm. Tipp 2. Eine kalorienarme Herdöpfelbeilage. Bei vielen Leuten gibt es beim Grillieren einfach Chips dazu. Gerade so fein sind aber eigentlich auch Herdöpfel mit einem feinen Quark-Dip. Das Gericht in Kombination hat gerade mal 130 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist etwa ein Viertel so viel wie Chips haben. Oder du setzt zum Beispiel auf einen feinen Herdöpfelsalat mit Kohlräbli drin. Das sind jetzt zwei Portionen an je 330 Kalorien. Tipp 3. Ein feiner Salat darf auf keinem Grillbuffet fehlen. Damit der auch in mein Kalorienbudget passt, mache ich die Salatsauce ganz einfach selber. Für mein kalorienarmes Dressing brauche ich Magerjoghurt, ein bisschen Essig, verschiedene Gewürze und Kräutchen und noch ein bisschen Senf. Das ganze Schüssel Soße hat jetzt rund 120 Kalorien. Die gebe ich zum Beispiel über einen Brokkoli-Öpfelsalat und habe so eine super feine, kalorienarme Grillbeilage. Alle Rezepte von diesen Grillbeilagen findest du auf blick.ch/luisa.